so nutzen wir das auch. Wo der See ist, da bauen wir ein Feld. Und wo kein See ist, bauen wir kein Feld. Aber wir haben hier natürlich überall Seen und deswegen ist das ganz gut. Dann fahren wir hier mal so ein bisschen Dirt ab. Und dann geht das natürlich auch hier wunderbar. So. Ich bin mal gespannt, wie das so einkommt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was davon aufnehmen, das nachher schneiden, dann heute noch die erste Folge raufknallen, so wahrscheinlich so um 19, 20 Uhr. Mal gucken, wie die geklickt wird, beziehungsweise wie die geliked wird. Also Leute, das ist jetzt wahrscheinlich schon die zweite oder dritte Folge, die ihr jetzt hier gerade seht. Und so, Terraforming. Wenn ihr das Projekt feiert, dann bitte immer schön liken, weil nur dann kann ich sehen, dass ihr das wirklich wollt. Weil wenn ich da irgendwie nur 5 Likes oder so drauf bekomme, dann denke ich mir, na, dann ist das wohl nicht das Wahre. Dann gucke ich, dass ich was anderes mache. Also wenn ihr das wollt, liken, liken, liken. Und das wäre offenbar super nett. Und das ist jetzt hier nicht irgendwie, dass man sagt, ja, Disliker, Likes bringen mir ja überhaupt nichts eigentlich. Es zeigt wirklich nur, wir finden das Projekt geil. Und das ist das, um was es geht. So. Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen was ab davon. Ein bisschen Erde. Diese kleinen Ruckler, die werden auch bald weg sein, wenn ich Shader, sage ich schon, wenn ich Optifine reinballer. Weil Optifine verhindert ja sowas. Immer ganz gut. Jetzt muss ich mir erstmal Sticks craften. Das ist ja eine Frechheit. So, jetzt bauen wir das hier noch ganz toll ab. Ach, da ist wieder mein Freund. Ich warne dich, du kommst dir. Obwohl, ach scheiße, er hat mich schon gar nicht mehr gesehen. Was machen wir denn dieser? Ja, komm, geh hoch, komm. Ja, ist kein Problem. Mach Pum. Ist im Wasser. Danke, Ange. So. Ach genau, jetzt haben wir das gecraftet. Jetzt können wir hier auch weiterbauen. Zack, 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 zack. Ich wollte ja auch mal wieder was anderes nehmen, PvP auf meinem Kanal bringen. Und das versuche ich einfach mit diesem Projekt hier umzusetzen und dann hoffe ich einfach, dass es euch gefällt. Wäre super, super nice. Dann bauen wir hier mal weiter. So. Gut. So, so, so. Na, scheiße. Bauen wir das Ganze hier mal so ab. So. So, 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 zack. Gut, dann können wir hier ja schon mal alles zum Feld umfunktionieren. Ich würde sagen, dass wir hier quasi mal so ein bisschen das abbauen. Und dass wir hier ein wenig Erde rein platzieren. Weil durch Erde können wir natürlich noch mehr Felder, noch mehr Feldfläche anlegen. So. Ah, hier bin ich schon wahrscheinlich zu weit weg vom See, deswegen mache ich das einfach mal so. Zack, 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 zack. So haben wir hier noch gut Wasser. Zack, super, du. Du musst das. So. Ihr könnt, wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben. Soll das Projekt häufiger kommen? Soll das... generell, wie oft soll es kommen? Soll es täglich kommen? Weil ich denke, das ist recht leicht aufzunehmen. Und dann produziere ich das mal so voll für eine Woche vor. Komm, geh mal hier weg. So. Kann ich das für eine Woche vorproduzieren? Und dann läuft das. Oh, ist im Eimer jetzt. Jetzt können wir hier schon mal ein wenig das Ganze anpflanzen, was wir hier wollen. So, und dann würde ich einfach hier mal durchlaufen. Und noch ein wenig absamen, also hier eine Samen abbauen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das jetzt nicht irgendwie falsch verstehen. Ich meine, ihr seid ja keine Säue. Oder so. So. So, zack, zack. Boah. Kleiner Haken mal wieder. Und dann haben wir hier gleich wunderschön wenig Gras, was uns hier stört oder sowas. Oder uns hier, weiß nicht, so schöne Schatten ins Bild zaubert. Nein, wir haben hier eine wunderschöne, glatte Landschaft. Und das ist natürlich ein Traum, ne? Ja, so muss das sein.
Brote bzw. mit Weizen könnten wir Chicken anlocken. Hat natürlich auch was. Oh, hier ist nochmal ein bisschen Wasser. So. Also Essen sollte eigentlich nicht das Problem werden durch die Pilzsuppen eben. Allerdings, ich würde natürlich trotzdem gerne zumindest ein sicheres Feld haben. Das ist eine nachhaltigere Quelle. Als Tiere oder auch irgendwelche Pilzkolonien. So heißt es ja. Heißt es so? Keine Ahnung, wo sich Pilze ansammeln. So. Zack, zack. Wir haben schon über einen halben Stack Samen. Und hier beim Samen abbauen hakt das ab und zu ein wenig. Deswegen stelle ich mal die Chance runter, auch wenn ich nicht glaube, dass das was bewirkt. Weil ich meine konstanten FPS habe. Warum habe ich das abgebaut? Meine Nase, sie juckt unglaublich. Ich weiß es nicht, woher das kommt. So. Zack, 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 zack. So ein schönes Singleplayer-Minecraft hat doch was. Das ist halt doch was. Mal so ganz geschillt hier. Bisschen Leben. Okay, nice. Da ist schon ein bisschen was gewachsen. Also hier, es lohnt sich. Oh, Mist. Das mache ich gleich natürlich nochmal wieder sauber. Sobald ich das alles angepflanzt habe. Boah, warum hakt das so, ey? Optifine, ich niede dich. Zack, 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 zack. So. Gut, gut. Da haben wir schon alles hier. Boah, wie schnell das hier gewachsen ist. So muss das, Leute. So muss das. Gut. Kohle ist momentan so ein ganz kleines Problemchen. So. Hier oben ist schon ein Schwein. Was eine Sau. Ach, da oben. Hier meine ich. Hier, guck mal, hier haben wir noch so einen Samen liegen gehabt. Das war doch gut. Na gut, dass wir den eingesammelt haben. Das wäre der Verweis. Das wäre nicht schön gewesen, der einen Samen. Gut, gut. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und jetzt haben wir das ganz toll gemacht. Die Problematik gelöst. Hier können wir raus. Ganz schön. So. Dann können wir gleich die nächste Nacht schlafen. Ich setze mich hier gleich mal wieder anders auf den Stuhl, wie ich hier runterfalle. So. Bestens, Leute, bestens. Haben wir jetzt ordentlich was gefarmt, beziehungsweise schon mal ein bisschen was geschafft. Gut, Feld nicht kaputt gemacht. Können wir jetzt hier nochmal so den ganzen Crap abgeben. So. Nochmal ein paar Pilzsuppen tanken. So, und dann schlafen wir. Und gehen dann gleich mal ein bisschen auf Expeditionstour und hoffen, dass wir irgendwo ganz tolle Items finden. Am frühen Morgen. Noch ein bisschen Eisen wäre auf jeden Fall super gut und auf jeden Fall auch Kohle. Auch wenn Eisen wahrscheinlich noch besser wäre, weil Kohle werden wir sowieso finden. Oh, ist das geil, Leute. Ist das geil. Direkt mal ein Screenshot. Nee, so macht man noch einen Screenshot. So. Das wird bestimmt ein schönes Thumbnail geben, Leute. Könnt ihr euch drauf freuen. Geiles, geiles Thumbnail. So. Also wenn man läuft, verliert man sehr, 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 sehr viel Essen. Hier haben wir so ein paar rote Blumen. Es sieht nicht so aus, als wäre irgendwo eine Höhle. Und hier sieht es danach aus, als würde erstmal der Schank ganz aufhören zu laden. Aber da sind ordentlich viele Kühe. Dazu sage ich auch mal überhaupt nicht nein. Alter, alter Falter, das ist natürlich super gut. Boah, nice. Gehen wir hier auf jeden Fall jetzt erstmal kurz Kühe farmen, nicht Pilze. Wir haben ja noch so viele, dass das gar kein Problem ist. Weil hier alles voll ist. So, werden wir gleich den Rückweg erstmal doch antreten. Werden wir gleich den Rücktritt an... Was ist da denn? Da ist ein Steinkloss. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich habe am Anfang
überlegt, ob ich das Modpack-mäßig mache. Und jetzt werden hier irgendwelche... Da war eben auch so ein Ruinen-Mod drinne. Und ich gehe davon aus, dass hier jetzt gerade... Ja, dass das hier so ein Anfang von einem... von einer Ruine ist, die gespawnt ist. Mal sehen, vielleicht finden wir da ja Items drin. Das wäre ja auch mal ganz witzig, wenn der Mod schon gar nicht mehr drin ist und es trotzdem noch was drin gibt. Geht der unterirdisch? Es sieht danach aus, ne? Bauen wir uns hier mal rein. Oh ja. Da hört man auf jeden Fall richtig, dass hier die Party abgeht. Werden wir das Ganze mal ganz geschickt hier lösen. Wo geht's denn hier rein überhaupt? Alter, hier ist richtig voll da drin, ne? Warte mal. Nein, you're nice. You're nice, meine Freunde, you're nice. Ich glaub's auch. Okay. Hier, ihr Spackos. Doch, ihr könnt tauchen, Mist. So, okay. Das werden wir uns auf jeden Fall irgendwann später nochmal angucken. Das ist mir momentan ja ein bisschen zu crappy. Oder wollen wir... Ah, was haben wir hier denn Tolles? Haben wir hier was Tolles? Ist hier was? Nee, sieht nicht danach aus. Schade. Schade, schade. Schokolade. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, in welche Richtung es zurückgeht hier. Oh nein, da ist ein Creeper. Ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper. Hier ein schönes Schwein. Oh, One-Hit-Schwein war das. Wollte ich nicht mal töten, ich wollte es einmal so richtig schön unboxen. Sind wir hier richtig? Ja, Leute, das ging ja schnell. Dass wir hier den Rückweg gefunden haben. Das heißt, es ein wenig Essen brennen, was natürlich schwer wird ohne Kohle, was mir erst jetzt auffällt. So, das muss reichen. Und da haben wir wirklich, also wir haben richtig, richtig Kohlemangel. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre jetzt wirklich Strip minen. Beziehungsweise damit anfangen. Bin ich nicht der Freund von. Allerdings, wenn es der einzige Weg ist, hier gut an Essen, an Materialien ranzukommen, weil wir hier keinen Höhleneingang oder sowas haben, ist es wohl die einzige Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob der Satz gerade Sinn ergeben hat. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Irgendwas von Höhleneingängen. Ja, läuft. Hier, ah, da ist Kohle, da ist Kohle, da ist Kohle. Runter hier. Ja, nice, das ist super gut. Dass wir jetzt hier Kohle gefunden haben. Das zaubert mir ein Lächeln auf die Wangen. Okay, reicht. Gut, perfekt, perfekt, perfekt. Das muss genau so sein, Leute. Ordentlich Kohle. Ordentlich Kohle, super geil, super geil. Und ja, wenn es so weitergeht, dann sind wir hier nachher Kohle-Millionäre. Wir haben richtig viel Kohle. Okay, ist das hier? Nein. Hier habe ich abgebaut einfach nur. Ich habe gerade gedacht, hier wäre ein Höhleneingang. Hab mich schon richtig gefeiert. Hier war nur eine Kohle. Nur ein Kohle. Hey, komm, gib mal eine Kohle her. So, gibt auch nur... dieser Satz ist auch nur vernünftig, wenn man Minecraft spielt. Gib mal eine Kohle her. Im Normalfall ist der scheiße, Leute. Also gewöhnt euch das gar nicht erst an. Tu mal eine Kohle geben. Lan. Nein, also wir gehen jetzt erstmal... Boah, zurück. Ey, diese Hakans, die sind echt unschön. Mine, 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 beziehungsweise Cave. Okay, super geil. Oh, lol, Enderman, ganz vorsichtig. Ich will dir doch gar nicht. Das muss dich gar nicht beschweren hier. Ey, ohne Spaß, hier ist ja nirgendwo was zu finden drin. Ach du Scheiße. Bist du sauer? Komm, ich lass dich auch in Ruhe. Okay. Bleib entspannt. Okay, er hat sich auf jeden Fall
Er hat irgendwie Probleme, sich hier zu porten. Das ist ganz nice. Allerdings haben wir jetzt natürlich einen bösen Enderman am Hals. Das Einzige, was wir hier drin farmen können, ist natürlich jetzt wirklich nur... Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Lass mich in Ruhe. Komm her. Sure. Komm durch. Damage Indicator Mode wäre jetzt auch ganz cool. Damit können wir sehen, wie viel Leben der noch hat. Das dürfte ja eigentlich nicht so viel sein. Boah, hier draußen so schön hell. Aber überhaupt gar keine Caves in dieser Welt. Nicht so optimal. Allerdings, wir als erfahrene Minecraft-Player wissen natürlich genau, wie wir diese Problematik elegant lösen können. Hier sind sehr viele Tiere. Die werde ich jetzt natürlich auch mal irgendwann wieder töten. So. Perfekt. So. Machen wir uns ein Eisenschwert. Ich weiß nicht. Eisenschwert wäre natürlich ein wenig Verschwendung, ne? Bumm. Allerdings, ein Eisenschwert würde uns auf jeden Fall das Überleben deutlich leichter machen. Und mein Ziel ist ja wirklich, nicht zu sterben. Also, klar wird man irgendwann mal doof sterben. Allerdings, Ziel ist es, das Ganze... Let's Play nicht zu sterben. Da hinten ist ein schönes Gebirge. Da werden wir auf jeden Fall uns auch nochmal immer mal reinschillen. Hier ist so ein ganz tolles Konstrukt vom Minecraftigen Universum. Auch toll. Und hier sind wir wieder zu Hause, glaube ich. Irgendwo in diese Richtung. Ja, hier ist der See, an dem wir wohnen. Und dann ist das Haus hinter diesem Berg. Beziehungsweise in dem Berg. Ja, die haben wir schon. Hier haben wir Schneis. So. Genau, wir haben ja nur zwei Öfen. Packen wir hier da die 9 rein und hier die 10, haben wir 29. Und da intelligent, Jonas, intelligent. 15, 14. Das bedeutet, das halbieren wir nochmal. Und knallen hier was rein und knallen da was rein. Das ist super geil, Leute. Super geil. Oh, jetzt haben wir... Alter, ohne Spaß. Jetzt haben wir hier alles drin. Das ist auch geil. Jetzt packen wir erstmal alles hier aus der oberen Truhe raus und packen es in die untere rein. Wirklich alles. Ich muss ein bisschen essen. Nein, Essen packen wir auch erstmal rein. Das Einzige, was ich jetzt möchte, wäre das auspacken hier. So. Guck mal, das ist mein Hausschwein, das ist netter. So, also ich finde, wir haben das jetzt schon recht schön. Du bleibst hier, Junge. Ach, egal, mach das, was du willst. Leb deinen Traum, den er wieder war. So. Gut, Essen nehmen wir erstmal mit raus. Wo ist unser ganzes Essen hin denn? Hat man nicht mehr? Schweinefleisch. Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch nicht schlafen. Oder? Die Sonne, komm mal, wir gucken uns den Sonnenuntergang an und den mache ich in diesem Sonnenuntergang jetzt erstmal die Abmoderation. Wir sehen uns, würde ich sagen, wenn es so gut läuft, wie immer, im nächsten Video. Und dann haben wir jetzt hier eine schöne 50-Minuten-Session hinter uns. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal weg. Bis dann und bye bye.